Hallöchen, herzlich willkommen zur neuen Folge Escape from Tarkov. Abo dalassen, viel Spaß. Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Escape from Tarkov. Wir haben uns wieder mal zusammengerissen, um uns in Tarkov die Ehre zu geben. Nicht nur die Ehre, sondern auch einfach vielleicht auf Shoreline jetzt auch mal was zu schaffen. Ich habe mir diese wohlgeformte UMP aus meinem Stash zusammengeschraubt. Um die Signal Quest anzugehen. Ja, was müssen wir groß machen? Wir müssen noch zur Radarstation, glaube ich. Ja, Radarstation und dort oben. Ja, an der Radarstation einfach nur noch die Dinge angucken, glaube ich. Ich prüfe das mal schnell. Ne, wir müssen tatsächlich beide angucken. Ja gut, dann gehen wir aber zuerst runter zu. Komm mal mitnehmen, ja. Den nehmen wir auch mit. Die kann man wieder nicht mitnehmen. Ich sehe, jetzt findet man so einen Müll. Wir gehen zuerst zu dem großen Antennending, also hier bei der Kugel. Auch liebevoll Radarstation genannt. Und machen da an unserem Weg ganz langsam Richtung Ressort. Das ist jetzt mein Plan. So umgehen wir vielleicht die ersten, die jetzt schon ins Ressort rushen, sind später dort. Könnte was werden. Da hoch wollen wir. Da könnte halt jemand rumhängen. Könnte sein, dass schon jemand oben ist, deswegen Pre-Med. Also wenn keine Player da sind, dann sind auf jeden Fall Scavs da. Ich habe schon was gehört.
was drin. Es sitzt auf jeden Fall einer drin. Quatscht doch die ganze Zeit. Mach es anders, wir gehen immer drum rum. Also mir bringt das nicht, der weiß genau, wo ich sitze. Und dann gönne ich mir lieber einfach jetzt die Zeit. Aber es waren auf jeden Fall zwei, einer ist nämlich schon vorne rausgerannt. Was ist mit meinem Audio komisch? Ich höre wieder mich so laut, das nervt mich. Ich glaube, das könnten aber auch die Comtext sein. Vielleicht sind sie weitergezogen. Das wäre natürlich für mich das Allerbeste. Richtung E-Werk gegangen sein, schätze ich jetzt persönlich, geht's unten drunter.
Das könnte auf mich gewesen sein. Auf jeden Fall dort unten irgendwo. Brauche ich aktuell nicht. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ja. Jetzt die Pistole, ja. Wir wollen den Krankenwagen marken. Muss ich auf jeden Fall nochmal Vaseline ballern. Frage ist, ob wir uns das leisten können. Ja, es geht eigentlich, ne? Ein bisschen skeptisch. Genau deswegen. Schön leise. Es pimmelt nach 20 Minuten, pimmelt da auch immer noch innerum. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Das geht mir so brutal auf den Sack. Komm, zeig mir MP7. Ja. Man pimmelt halt wirklich bis
Ende von diesem Raid dort rum. Naja, wir können die Quest zumindest die Ena abgeben und gucken, dass wir. Ich guck mal, was man noch Schönes anderes machen kann. Ein bisschen was fällt mir noch ein. Wir haben noch ein paar Quests offen. Na, wir geben das erstmal schnell ab. Wenigstens das ist schon mal getan. Oh. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Absolut schlechter Spawn. Hui. Ich bin ganz kurz völlig erschrocken. Okay, war das jetzt Leck oder hatte der irgendwas? Also das war wild. Der wusste ja sofort, wo ich bin. Also entweder der hat überkrass geflickt oder ich hab's einfach nicht verstanden. Naja. So, weiter geht's. So, wir probieren es nochmal. Wir haben nochmal was Schönes ausgepackt. Damit wird es wahrscheinlich halt ein bisschen offensiver, aber. So, wir gehen nochmal auf Shoreline. Probieren das Ganze nochmal. Bevor mir endgültig irgendwas in der Rübe kaputt geht. Ich glaube langsam, ich verliere den Verstand, aber ich habe auch das Gefühl, ich wurde jetzt viermal. Ich glaube viermal ist sogar. Stimmt nicht. Ich glaube.
die letzten 6, 7 Mal geheadeist, aber. Also, ich habe immer das Gefühl, jeder sieht mich eher als ich ihn. Das ist ein bisschen komisch, das wirkt doch sehr merkwürdig. Das macht mich ehrlich gesagt etwas wuschig. Und nervt mich auch ein ganz schönes Stück. Also ich bin gerade einem, ich würde sagen, einem ziemlich hohen Frustlevel. Das Frustlevel wird höher. So Stück für Stück. ...231 Schaden. Und er fällt einfach nicht um. Ich habe nicht mal mehr Geld für irgendwas. Ich guck mal, was wir kleiner mitnehmen. Wir machen noch eine Runde, dann ist mein Frustlevel für heute voll. So, ich habe mich jetzt für ein letztes Mal Shoreline entschieden. Wir gehen einfach richtig mit unserem allerbesten Freund Dr. Mosin. Also ich muss auch gerade mal ein bisschen durchatmen, ein bisschen. Bisschen runterkommen, weil es regt mich schon mehr auf, als es sollte. Also ja, das war tatsächlich bis jetzt mein erster richtiger Fight, den ich heute hatte. Der andere Fight von vorhin. Ja. Ich will es mal nicht Fight nennen, weil jedes Mal habe ich einfach Head Eyes gekriegt. Ich konnte Helm aufziehen, wie ich wollte, also. Helme sind was für andere Menschen, bloß nicht für mich. Ja, ich muss auf jeden Fall wieder demnächst, ach, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit finde, wieder Scaffrons machen, einfach auch fürs Geld und auch für ein bisschen Equipment. Gerade habe ich so ein bisschen das Problem und ich ein bisschen trocken laufe, einfach weil jetzt ich zu viel Zeit gebraucht habe jetzt so für das Ganze drumherum und deswegen auch nicht so richtig zum Spielen kam, beziehungsweise ja auch immer längerfristig mal zu spielen. Mein Problem war jetzt immer dieses, ja, du machst es jetzt für die Aufnahme und hast aber bloß jetzt eine Stunde 20, eine Stunde 30 vielleicht Zeit. Und das macht es mir halt unglaublich schwer, dieses nur kurz Zeit haben. Das hat sich jetzt gerecht und das sieht man am Stash, der ist gefühlt fast leer. Ich bin durch so viel Gear geburnt gerade. Ja, es gehört dazu, ja, das ist auf jeden Fall klar. Aber ich hätte einfach für mich sagen sollen, gut, ich muss mir die Zeit nehmen, aber dann wären halt ganz viele Folgen ausgefallen, das wäre halt schade gewesen. Deswegen, ich muss schauen, dass es demnächst mal wieder eine längere Session wird.
Dann ist das nämlich alles auch gar kein Problem. Dann habe ich die Gier-Probleme nicht unbedingt. Hab die Probleme mit dem erst wieder reinkommen. Ja, das Ganze, was ich jetzt so an Problemen habe, würde halt erstmal wegfallen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich den eher gehört habe als Forns mit Comtex. Aber genau so war's. Was ist denn das? Nee, da höre ich lieber was. BP drin sogar. Das ist natürlich krass. Wir haben tatsächlich einen Spieler umgebracht, ob ihr es euch vorstellen könnt oder nicht. Können es nur noch gefühlt 400 auf der Map sein, wobei 300 hier in dem Haus sitzt. Pre-Madden, das wird sonst alles nur wieder Hokuspokus hier. Schnell was gucken, ob ich da auch so reinkomme. Healthcare Privacy Port 2. Ich glaube, da brauchen wir einen Schlüssel, den ich noch nicht habe. Ja, genau. Rechts unten.
Jetzt haben sie es, das ist genau das, jetzt haben sie es wieder auf mich abgesehen. In die Richtung raus. Frage, ob ich was schaffe, wenn der mich ankotzt die ganze Zeit. Was hier abgeht, ist einfach nicht normal. Was dort an Kunden in dieser Bude sitzen? Einer saß davor, einer saß dort drin, einen habe ich auf der anderen Seite gehört. Drei Spieler auf jeden Fall, mindestens, die dort nur... ...rumlaufen und da waren noch zwei vor mir. Nee, das ist auf keinen Fall normal, was auf dieser Map aktuell abgeht, aber hier müssen halt alle ihre Scheißquests ballern. Hier hat halt keiner gerade seine Wahl. Da musste man als Community, aber manchmal habe ich das Gefühl auch ein bisschen mehr. Sind auf jeden Fall hochgelaufen, aber ich hoffe, die kriegen die Typen in den Griff, das wäre gut. Und wir kriegen einfach irgendwas in den Griff. Also ich möchte es aktuell nicht beschreien, aber ich habe das Gefühl, dass Shoreline schon sehr überlaufen ist. Jungs macht, was er wollt, aber haltet mich da raus.
Nehmen wir jetzt noch. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Der Hälfte. Naja. Wir versuchen jetzt für unsere Antenne zu laufen. Ist auch eine sehr nette Waffe auf jeden Fall. Wir haben leider kein Scope für das Ding. Ja, also was soll ich sagen, aktuell fällt es mir ein bisschen schwer in Tarkov. Ja, wobei ich sagen muss, ich spiele jetzt ja schon wieder eine halbe Stunde, 35 Minuten. Und schon geht's deutlich besser, aber ich brauche immer so eine kurze Zeit, um wieder reinzukommen, ein bisschen die Augen dran zu gewöhnen. Ja, in so einem, mit 29, fast 30 ist das in so einem Alter schon nicht mehr so einfach. Nee, Quatsch, aber es, manchmal dauert es halt einfach ein bisschen von der Zeit her. Finde ich jetzt per se nicht schlimm. Aber wir hoffen, dass wir jetzt endlich diesen Müll, diese Müllquest fertig kriegen. Weil man die eben auf einmal machen muss. Das ist auch sowas, ich sehe in diese Fenster absolut rein gar nichts. Oh nö. Ist jetzt auch irgendwann einfach mal gut. Skiff. Ist irgendwann so gut. Nur noch raus. Einzige Devise raus. Zwar in die Richtung. Dann hätten wir eine Quest. Wir haben
Ein Spielerkill, ein Scav-Kill sind in die richtige Richtung auf jeden Fall. Sind Quest fertig, haben ein bisschen Loot mit rausgenommen, der uns sogar noch was bringt. Mehr könnte ich mir jetzt gerade nicht wünschen. Und dann bin ich so weit, dass ich die Folge für euch fertig machen kann. Wird es eine längere Folge auf jeden Fall. Ja, definitiv eine längere Folge wird 40, 45, 50 Minuten, aber es ist mir prinzipiell egal, ihr habt doch mal wieder länger verdient. Es kamen relativ kurze Folgen. Und ich will euch auch ein bisschen was. Bisschen Entspannung am Abend, und die können auch mal 50 Minuten sein. Das ist nicht so schlimm. Jetzt wäre es schlimmste, wenn hier einer rumhockt. Nee, 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 so nicht mehr. Weiß nicht, ob ich ihn getötet habe, ist mir auch prinzipiell egal. Ich will hier einfach raus. Wenn er jetzt umgefallen ist, dann ist er aus Versehen umgefallen. Dann habe ich ihn anscheinend wirklich am Kopf getroffen. So. Haben wir tatsächlich noch. Ups. Zack, gehen wir bis kurz vor Level 19. 6000 XP fehlen noch. Wir machen die Signal Quest jetzt fertig. Und dann bleibt mir natürlich nichts anderes als zu sagen, ich bedanke mich für euer Zuschauen, für eure Kommentare, für eure Abonnenten, für eure Aufrufe auf dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bleibt stabil, habt einen schönen Tag und wir sehen uns wahrscheinlich, wenn ihr Lust habt, morgen wieder. Und es geht uns bloß noch schnell. Und geben hier mal gleich das nächste ab. Und wir brauchen noch die Rechargeable Batteries, die relativ fix gehen. So, dann tschüss.